Leute, herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration. Heute gibt's von mir das Rezept für einen leckeren Fruchtcocktail. Ich habe dafür hier Bananensaft, dann einen Saft, der ist schon gemischt, Mango, Maracuja, Orange, Crushed Ice, Granatapfel, Grenadinsirup, ein Glas habe ich mir schon vorbereitet mit zwei Strohhalmen und einen Cocktailshaker. Ich gebe in meinen Cocktailshaker zwei Anteile von diesem gemischten Saft, also Mango, Maracuja, Orange. Und im Verhältnis dazu einen Anteil Banane. So, da ist es jetzt drin. Und wer das nicht so frei machen möchte, der kann das natürlich auch abmessen. Zum Beispiel 200 ml diesen Fruchtnektar und dann 100 ml Banane. Jetzt als nächstes fülle ich meinen Becher hier mit Crushed Ice auf. Also einfach Crushed Ice hier mit reingeben. So viel, bis der Becher voll ist sozusagen. So, jetzt ist der Becher wirklich schon voll und jetzt kommt der Deckel drauf und es wird gut geschüttelt. So, ich habe das gut geschüttelt, das konnte ich hier nicht an meinem Basteltisch machen, weil sonst hier nachher was rausläuft. Das habe ich natürlich über dem Waschbecken gemacht und ihr seht, das Ganze ist jetzt schon beschlagen, weil das wirklich so kalt ist. Und jetzt mache ich das erstmal vorsichtig auf und gebe das dann alles rüber in mein Glas. Jetzt fehlt nur noch der Sirup, Grenadin, und davon gebe ich jetzt hier noch einen Esslöffel mit dazu. Den lasse ich hier ganz vorsichtig reingleiten. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Deko und schon ist der Cocktail fertig. Der ist wirklich total lecker. Den kann man natürlich auch, wenn andere Tequila Sunrise oder so trinken, mit dazu anbieten, weil der wirklich so ähnlich aussieht. Ich habe euch auch schon mal so einen Tequila Sunrise ohne Alkohol gezeigt hier auf meinem Kanal. Das hier schmeckt noch ein bisschen anders, aber auch richtig schön fruchtig. Und ja, das ist auch eine richtig schöne Alternative zu einem Cocktail mit Alkohol. Wenn zum Beispiel Kinder mit dabei sind, kann man denen diesen Cocktail anbieten. Aber ich trinke auch wirklich total gerne diesen Cocktail. Das muss gar kein Cocktail mit Alkohol sein. Das ist einfach ein tolles Erfrischungsgetränk. Schön frisch und lecker, fruchtig. Vielleicht habt ihr Lust, den mal nachzumachen. Und wenn er euch gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, wie er euch geschmeckt hat, ob ihr ihn nachgemacht habt. Und sonst schaut meine anderen Videos, abonniert unseren Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!